Na gut, oh Gott. Zurück. Ja, also bitte auch alle gleich kommt, ne? Hey. Der Begleiter ist sowas von nutzlos eigentlich, ne? Muss ich gerne irgendwie eine Waffe geben oder damit sie. Ja, noch mehr! Ja, klar! Alter, wie soll ich denn hier immer durchkommen? Wie soll ich den besiegen? Das ist egal. Wow. Na, wie soll ich denn die bitte bekommen? Ja, wie soll ich die bitte bekriegen? Also jetzt mal ernsthaft. Wie soll ich das denn machen? Wie? Kann ich so ein bisschen anfaken? Kommt einer? Einer Bock? Ja, willkommen. Weiß ich nicht. Bin jetzt wieder zurückgelaufen. Relativ versucht. Aber da kommen wir. Da haut er ihn da. Also ihn kaputt hauen. Warum Mutter wurde von unbekannten Mächten. Was? Bekannte Mächte, klar. Das war's bei meinem Kuh. Habe ich ihn auf Versehen umgebracht, der scheiße Kopf. Na egal. Der hat mir ihn jetzt gebracht. Vielleicht hat er irgendwas dabei. Okay, also man kann ihn rauslocken. Der war wohl ein bisschen zu schnell. Okay, muss ich noch ein bisschen daran gewöhnen. Das ist halt sehr weird, wie manche Funktionen finde ich von Oblivion. Das funktioniert alles. Es meint, es funktioniert nur anders. Also sehr viel anders, als ich überhaupt kenne von Spielen. Nur liegt es natürlich auch daran, ich bin, ne, immer aufgewachsen, immer dann denken, ich bin aufgewachsen mit der PS... Na, eigentlich mit der PS3-Generation. Aber später in PS3-Generation, wo ich angefangen habe zu zocken. Ich habe auf jeden Fall umgebracht, upsala. Obwohl, ich eigentlich nicht. Das war jetzt ja nicht meine Absicht, ne? So. Hast du mich getroffen? Ey. Das hat er nicht bei sich gehabt. Jetzt, wo ich ihn umgebracht habe, okay, dein Gold nehme ich. Entschuldigung, ne? Wollte ich nicht. War nicht so gemeint, aber. Jetzt war ich schon tot, bist du, komm her. Komm. Das ist ja traurig. Und ich bei nicht, ne? Er hat immer nur weit vorzugehen, wie es muss. Er kommt wohl. Er hat Bock. Sehr gut. Ich muss eigentlich mal gucken, wie lange mein Ding noch hält. Jo. Der hat ja richtig Bock. Umzubringen. So aber nicht, ne? So haben wir nicht gewettet. Und wir haben gar nicht gewettet, aber so ist es nicht. Hilfe! Nein. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, ne?
Du bist ja im Bogen. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass da noch einer kommt, der relativ gering ist. Wenn ich hier vorne bin. Das ist immer verbessert. Sehr gut. Oh, das ist jetzt doof. Warte mal. Warte. Ich. Mal gut mit dir. Aber war egal, war eher tot. Okay. Ich kämpfe doch gar nicht, hör ab damit. Ich kämpfe nicht. Eine Lüge, eine Stellung. Hau drauf. Halt einfach drauf. Ja, den, Hilfe. Nein, lass mich nur. Lass mich, Kumpel. Ah. Ja, was soll ich denn machen? Ah, Mist. Mal kurz raus, ne? Ich komme die nach. Oh. Ah, warte, ich habe ihn, glaube ich, ich habe ihn ausgetrickst, geil. Alter, ja genau, das erinnere ich mich auch dran. Manche Kämpfe sind halt echt fies. Ja, warte kurz. Also. Manche Kämpfe sind halt sowas von doof und fies. Daran erinnere ich mich noch. Da muss man sich ja wirklich vorarbeiten, gerade am Anfang. Wir sind ja noch nicht so stark, ne? Ja, wir sind ja schon nicht schlecht, aber... Der krasseste sind wir auch noch nicht. Okay, wollen wir es jetzt mal probieren? Mit zu wenig, oder müssen wir nicht gehen? Ja. Komm. Ja. Da müsste reichen. Ey, das ist ja nicht dein Ernst. Das ist doch so bekloppt. Du kannst, ich hab gedacht, du kannst erwähnen, so eine Minute. Also du brauchst eigentlich mal zwei Waffen oder muss halt wirklich. Das reicht nicht, oder? Das reicht immer noch nicht. Doch. Alter Schwede, war das knapp. Warte mal, so. Mit einem Waffenschmied geht er immer mit. Was muss ich sein? Ich habe einen Zwergstreitachs. Ist die besser? Das sieht so gut aus. Ja, hat 5. Hm. Und mein Säbel. Nee, mein.
Stahlsäbel. Aber mal durch hier. Ja. Toller Geist. Der ist ja auch doof. Ich kann die Größe nicht selber reparieren. Das ist auch blöd. Natürlich nicht so geil. So, die gibt's ja mal. Danke. Und warum hast du was dabei? Nö. Ja, okay, gehen wir wieder rein. Okay, ich kann die nicht selber. Das ist ja doof. Oh ne, das ist ja blöd. Okay, also wir haben ja schon wieder ordentlich weggeklatscht hier. Ordentlich Viecher. Okay, das ist eine erste Höhle, ne, eine zweite. Okay, aber die ist schon hart, also, ja. Da weiß ich. Naja, so. Kann ja alles verkaufen. Aber ja, sind wir nicht. Es sind wenigstens keine. Naja, komm. Es sind wenigstens keine 1000 Stück mehr. Zwei, das ist ja eine. Ja, also, ich komm. Also, Goblins, bin ich halt echt noch nicht stark genug, ne? Ja, naja, halt stark genug, bis, also knapp. Tot, ja. Ja, komm, komm, ich soll hier aber Platz kriegen, oder? Hey! Ich hoffe nicht, dass noch ein Dritter kommt. Shit. Nein. Och nee, oder? Ey, die übertreiben das immer maßlos hier. Ja, Nummer 2, natürlich. Als ob wir jetzt Nummer 2 machen. Ja. Oh mein Gott. Ja, natürlich. Oh mein Gott, die machen immer so 300 Stück dann, ne? Kommen wir entgegen, so. So gleich ein paar Stück. Anstatt erstmal so easy peasy, so ein, zwei Stück. Und dann könntest du mal kurz speichern, aber nein. Das Problem ist natürlich ja auch, es wird natürlich auch immer ein bisschen einfacher, ne? Warte mal zwischen. Je nachdem, wie weit wir kommen. Also, wir sind hier leider jetzt noch am Anfang, und daher wird es ein bisschen einfacher. Boah. Aber ich weiß gar nicht, ob man. Kann man überhaupt auf der höchsten Schwierigkeitsgradstufe durchspielen? Ich habe keine Ahnung. Gibt's ja auch, aber es gibt auch einen sehr hohen, aber ganz ehrlich. Hat das jemand gemacht? Ich meine, durchspielbar wird das ja wohl sein. Mit einem Try-Wagen. Oh komm, ich hab keinen Bock mehr. Also, die 3 Jahre. Hoffentlich bin der letzte, bitte. Ja, okay. Ist das jetzt. Ja, okay. Ist jetzt endlich mal der letzte. Ich habe keinen Platz mehr. Also noch 9, dann ist gut.
Ja, noch 8. Man muss immer ein drunter bleiben. Na, okay, du warten. Warte mal. Geht da noch weiter rein? Sehr gut. Ja, ich weiß. Das meint mein. Ey. Was soll das denn jetzt heißen? Ey, das Funktion bei dem Spiel, ey, die sind echt zum Kotzen, ne? Ah, warte mal. Ey, jetzt gibt's Funktion bei dem Game, wo du dann denkst, ist das denn ernst? Das war's. Krass. Wir haben alles, ne, sehr, sehr gut. Dann können wir ja gleich nochmal zum Händler und dann ordentlich was verkaufen. Nein, das ist cool. Egal. Ey, wir sind wieder bis einfach vorausgegangen. Also hat sich das gelohnt. Genau, würde ich sagen, machen wir kurz eine Schnellreise. Hallo? Hi. Guten Abend. Ich bin sehr... Ihr habt Diebesgut? Ja, so ungefähr. Ich denke, für den Preis... Das klingt... Ein gutes... Ach so. Ich denke, für den Preis... Ein gutes Geschenk. Ich denke... Ein gutes Geschäft. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück lo... Nice. Okay, geil. Cool. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Wie viel Geld habe ich jetzt? Habe ich mal geguckt. Okay. Okay, warte mal. Wie viel... Ich hab hier so ganz viel Mist, ne? Naja, muss ich auch mal loswerden. Okay, das. Okay, die nehmen aber auch 35 ein. Ach du Scheiße, ja gut. Bestimmt essen und hier auch nochmal was. Boah, das läuft sich an, das ist ganz komisch. Das nimmt ja auch was. Mögen. Ja,
Genau, Ralsi zur geplünderten Mine. Und würde sagen, dass wir da beim nächsten Mal dann weitermachen. Können wir uns ja ein bisschen auf 4 lang machen. Wir machen auf jeden Fall ein bisschen Erkundung, gucken uns ein bisschen mal die Gegend. Das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das ist halt mittlerweile mal ein ganz guter Punkt. Ich meine, ich merke es zwar so, okay. Ist halt echt noch schwierig und dann laufen wir uns dann zurück hier hin, aber auf Erkundung. Wir gehen halt hier lang und dann gehen wir hier, also wir gehen, erhalten uns am Weg, ne? Da will ich schon mich dran halten, aber es ist ein bisschen mit Erkunden und ein bisschen hier und da mal ein bisschen stärker werden. Und ja, wir hoffentlich so dann. Genau. Ja, besser werden, ne? Cool, Leute. Ich danke fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder. Ich speichere mal, ne? Einmal einen vernünftigen Saver, ja gut. Haut rein. Bis dann, Pirates. Wir sehen uns. Ciao.